Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Dies hier ist ein Glaubensvideo. Im Glauben geht es darum, dass man glaubt, dass Gebete in Erfüllung gehen und dass man an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist glaubt. An den himmlischen Vater, an den Sohn Gottes Aschadonai, den neuen derzeitigen Sohn Gottes und an den Heiligen Geist. Ich, Manuel Cellos Zitti, habe viele Gebete gesprochen, die in Erfüllung gegangen sind. Wie zum Beispiel, dass wir einen Geist und Seele angepassten und sterblichen Körper bekommen haben. Das haben Faisal Lutfia, der mittlerweile im Himmelreich ist, und ich erbeten. Dies bedeutet, einen Geist und Seele angepassten und sterblichen Körper bedeutet, dass wenn man ein Herzversagen hat zum Beispiel, bekommt man ein neues Herz. Wenn man Nierenversagen hat, bekommt man eine neue Niere. Leberzirrhose gibt es nicht mehr, die wurde weggebeten. Aber wenn man Leberversagen hat, dann bekommt man eine neue Leber. Es geht bis zu allen Organen, die der Körper beinhaltet. Alle ABC-Waffen wurden durch eine Gebetskette von bestimmten Personen, wie zum Beispiel Sir Michael Niavarani vom Himmelreich, Leutnant Hindenberger von der Erde und mir von der Erde und vielen, die sich angeschlossen haben des Gebetes, von der Erde hinweggenommen. Es gibt keine Atombombenraketen mehr, gibt es nicht mehr. Sie wurden weggebeten. So wie auch die Kriegsmaschinerie zu 90 oder 99%, so müsste Gott dem himmlischen Vater selbst fragen oder den Heiligen Geist, weggebeten worden sind. Krebs, Karies, Rheuma, Syphilis, AIDS, Leber, Pizzaerkrankungen, Arthritis, Adipositas, Alzheimer, Gastritis wurde weggebeten. Alle diese Krankheiten wurden weggebeten. Epilepsie wurde weggebeten, Schlaganfälle, Parkinson, Bindehautentzündung, Grippevirus, Hepatitis, Gehirnhautentzündung, Magen-Darm-Virus, Alzheimer wurde weggebeten, Gedächtnisverlust, Herpes, Asthma, Muskelschwund, Knochenschwund, Asperger-Syndrom, Kolibakterien wurden weggebeten, Augenkrankheiten weggebeten, Nierensteine und die Gicht und die Leberzirrhose und die Prostataentzündung, die Diphtherie, die Embolie gibt es gar nicht. Embolie ist allgemein bezeichnet als Fresssucht, das ist einfach nur, wenn man gern isst. Ja. Aber Gramfaden wurden weggebeten, Salmonellen wurden weggebeten, Milben wurden weggebeten und der Coronavirus ist beendet. Ihr braucht keine Masken mehr aufsetzen. Setzt euch keine Masken mehr auf. Und fragt dazu den Heiligen Geist, ob das stimmt. Dann weiters wurde der Strombedarf gedeckt. Es müsste kein einziges Kraftwerk mehr existieren auf dem ganzen Planeten Erde, ob Windkraft, Solarkraft, Wasserkraft, Atomkraft. Wir hätten genug Strom von der Herrlichkeit Gottes, himmlischen Vaters, um alle positiven Maschinen und Geräte und Heizungen im Fluss zu lassen, also dass sie funktionieren. Man kann daher durchaus mit Strom brassen und durch eure unendlichen Bankkonten ist es auch so, dass ihr euch das leisten könnt. Wir leben in Elohims Zeiten und nicht mehr in Zeiten des Kapitalismus. Ihr könnt den Bundeskanzler Sebastian Karl Kurz dazu befragen. Der ist noch immer Bundeskanzler, egal was in den Nachrichten gezeigt worden ist. Erdbeben und Blizzards und Tornados und Hurricanes wurden weggebeten. Stürme gab es seit jeher, seit am Beginn der Zeit gab es Stürme. Dazu später mehr. Den Heiligen Geist habe ich auf viele Dschihadisten herabgebeten und viele Dschihadisten, die in Diskussion mit mir waren oder mich töten wollten, haben den Heiligen Geist, nachdem ich mein geringes islamisches theologisches Wissen mit dem großen christlichen theologischen Wissen in Verbundenheit mit der Liebe im Gespräch zu den Dschihadisten von der ehemaligen Boko Haram, Al-Nusra-Front, ehemaligen Ahmadiyya-Bewegung, ehemaligen Al-Shabaab-Miliz, ehemaligen Hamas, ehemaligen Hezbollah, ehemaligen Al-Qaida, ehemaligen Muslimbruderschaft, ehemaligen Taliban, ehemaligen Islamischen Staat,
mit Hilfe der heiligen Engel, des Heiligen Geistes, des Sohnes Gottes Jesus, des Sohnes Gottes Eschadonai und mit Hilfe Gottes himmlischen Vaters und mit Eigeninitiative aus der Täuschung des Islams herausgeholt. Und viele Dschihadisten haben dann den Heiligen Geist gespürt, seine Liebe und seine Wahrheit. Elohi. Mekka heißt nicht mehr Mekka, sondern heißt ja heutzutage Elohi. Ist eine christliche Pilgerstätte geworden. Wie das passiert ist, ich habe zu Gott, dem himmlischen Vater, gebeten, dass der alte, vorherige Sohn Gottes vor 3 1/3 Jahren noch auf Mekka herabgeflogen kam und den schwarzen Stein, den Vulkangestein, es war kein Meteoritengestein, sondern Vulkangestein, zerschmettert, zerstört, zerbricht und mit der Menge spricht, dass der Muhammad ein falscher Prophet war und dass er alle Gesetze von Musa, von Moses gebrochen hat, wie zum Beispiel Lügen, Stehlen, Sexsklaverei, Kinderschänder, dann hat er mit Tieren Sex gehabt, den Mond hat er nie gespalten und er war ein Mörder, weil er ein Heeresführer war. Und somit wurde er von Gott, dem himmlischen Vater, aufgelöst. Dies hat Jesus verkündigt und so wurden die alle gläubig in den dreifaltigen Gott, auch nicht allzu letzt, weil ich dann noch erbeten habe, dass Gott, der himmlische Vater, selbst mit der Menge dort, die anwesend war, spricht. Und dann haben sie gesehen, es gibt einen Vater und einen Sohn. Und der Heilige Geist hat selbst gewirkt in ihnen und sie haben die Liebe und die Wahrheit gespürt und wurden Christen. Und heutzutage wird es beschützt, das christliche Ort, das christliche Gebetsstätte. Pilgerstätte. Yahweh Town war Palästina, wo die Taliban herrschten und die Muslimbruderschaft war. Und der Elohim-Staat war der islamische Staat. Von der UN genehmigt worden ist der Elohim-Staat. Der dreifaltige Gottstaat. Sie haben sich gewandelt zu 100%. Von einer 180-Grad-Wendung. Die Rohstoffe wurden von mir verdreifacht und von anderen Betern insgesamt dann fast 67-facht. Die Ozonschicht ist in den ursprünglichen Zustand zurück erbeten worden. Und die Bäume und die Pflanzenwelt wurden verherrlicht von Gott, dem himmlischen Vater, durchs Gebet von mir, dass die Autoabgase und die Fabriksabgase der Ozonschicht keinen Schaden mehr zufügen mehr können. Somit wurde der Klimawandel gestoppt. Fragt ruhig den Heiligen Geist, ob das stimmt. Die Atomkraftwerke sind schon mehr als die Hälfte von der Erde hinweggenommen. Das Erdreich wurde ausgebessert, um das Regenwasser zu filtern, kristallklar. Also das Grundwasser ist kristallklar, nur das Kanalisationswasser wird verpestet von Klosteinen, und Kloreinigern und von Seifen und von damals noch von Chlor, aber das wurde schon von einem Markus Steinberger erbeten, dass Chlor nicht mehr giftig ist. Aber da fragt bis den Heiligen Geist dazu. Dazu kann ich nicht 100%ige Gewissheit geben. Aber also in anderen Dingen schon. Wie zum Beispiel, dass der Dajjal, der Antichrist, hinweggenommen worden ist von Gott, dem himmlischen Vater, bei einem Gebet zu ihm. Ich betete im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, nimm doch bitte den Dajjal, den Antichristen, hinweg. Wenn ich weiß, wer der Dajjal ist, frage den Heiligen Geist. Zwei ehemalige muslimische Planeten wurden zum wahren Glauben in Elohim gebracht, der Aschadonai-Planet und der Elohim-Planet im euren Gürtel. Aserbaidschan kam durch ein Wunder, dass eine Vase verschwunden ist und wieder aufgetaucht ist bei einem gläubigen Muslim, damals noch, der jetzt ein Ex-Muslim ist, weil die ganze Aserbaidschan zu einer christlichen Nation geworden ist. Krieg zwischen Amerikanern und Türken. Könnt ihr auch den Bundeskanzler Sebastian Kurz fragen, ob das stattgefunden hat? Es gab Krieg zwischen Amerikanern und Türken auf dem österreichischen Boden, als Präsident Erdogan
Europa islamisieren wollte und zuerst Österreich einnehmen wollte. Gott, der himmlische Vater, hat mein Flehen und meine Gebete erhört und ich konnte den Krieg verhindern. Das ist kein Spaß, fragt den Heiligen Geist. Es war eine sehr schlimme Zeit, eine Kriegszeit, wo viele Panzer und viele Artilleriegeschütze und auch atomar bestückte Artilleriegeschütze bei uns in der Nähe um und um gefahren sind. Schweres Geschütz also da war. Das ist Gott sei Dank vorbei, die Zeit. Dann haben wir etwas sehr Schönes. Lebewesen von 445 Arten, die es gibt, die es im Kosmos gibt, wurden ins Himmelreich emporgehoben. Nicht alle, aber zum Beispiel wie Sasquatch, dann Nirebuyana, dann Asgard, dann Fanfaren, dann Engelshafen, Apokryphen, Teletubbies, Wasserrutschenhoshis, Fugari, Tangerine, Perro, Splashy, Gatoretten, Tandaradime, die der Sir Marco Stefan in den Rücken hat lassen, Ganjas, Anunnakis, Quentorianer, Gepterianer, Splenger, Ravensburger, Talismane, Eleanor Roosevelt, Seelenflieger, Ismaretis, Quantis, Volle Kannen, Alexas, Quenchis, Trintas, Typeltarus, Trinitat, Questletov, Sessa, Ferpriziner und Baumgartner. Und drei von denen, die ich vorgelesen habe, hat der Sir Abdulatin Camus in den Rücken entlassen. Ein ehemaliger Ex-Muslim. Und auch Mujahideen habe ich zum Glauben gebracht. Heftige Glaubenskämpfer, die in Geist und in Seele mit einen umbringen können. Und darauf trainiert sind, das zu tun und es auch praktiziert haben auf der Erde, um den Islam zum triumphieren. Es geht darum, dass Dschihadisten, ein echter Muslim, muss kämpfen, um für alle Sache zu kämpfen, um Gott einen Gefallen zu tun. Das ist das Gefährliche, der Antigeist des Islam. Die euren Muslime sind friedlich und leben friedlich, das gefällt Gott, dem himmlischen Vater. Wer Frieden und Liebe im Herzen trägt und niemandem etwas antut, gehört zu Gott, dem himmlischen Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ashadonai ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn oder durch die heiligen Cherubim oder durch Gott, dem himmlischen Vater selbst. Als die Ukraine und Russland Krieg hatten, habe ich zum Gott, dem himmlischen Vater, gebeten, dass er Engel sendet, um den Soldaten zu sagen, dass sie falsch liegen und den Krieg beenden sollen. Das geschah auch so. Dem Präsident Putin ist Ashadonai erschienen aufgrund meines Gebetes zu Gott, dem himmlischen Vater, und hat ihn aufgeklärt, dass er Elohim, der dreifaltige Gott, Waffen hasst, und somit wurde er an die christlichen Werte erinnert und ist jetzt wieder ein guter Mensch und versucht nicht, Krieg zu betreiben. Das ist die Wahrheit und ihr könnt den Heiligen Geist dazu befragen. Marcel Grass ist Ex-Muslim, Abonacci ist Ex-Muslim und ist im Himmelreich. Wir haben unsterbliche Körper bekommen, das bedeutet, dass wir sogar Kugelhagel auffangen können, MG-Hagel. Fragt es den Heiligen Geist, wenn ihr nicht glaubt, ihr seid alle Man of Steels, also lauter Supermans und Superwomans. Das hat einer bei uns beobachtet, dass ehemalige Dschihadisten, also Ex-Dschihadisten, haben den Glauben zu Gott, dem himmlischen Vater, gefunden und haben ihm vertraut und haben mit den MGs ausprobiert, sich gegenseitig abzuballern und die Kugeln breiten einfach vom Körper ab. Das Chlor im Puls- und Schwimmbecken ist nur noch ein Viertel so giftig und nach dem Gebet von Markus Steinberger gar nicht mehr giftig, angeblich. Gebet zu Elohim. Ja. Wir kamen in einen Geist und Seele angepasste und sterbliche Wirbelsäulen. Das bedeutet, wir können keine Bandscheibenvorfälle mehr haben. Im Normalfall. Wir kamen in einen Geist und Seele angepasste und sterbliche Skelette.
Das bedeutet zum Beispiel, wenn du einen Rippenbruch hast, durch die Herrlichkeit Gottes stellt sich die Rippe wieder in den richtigen Zustand oder in die richtige Position und verheilt in Sekundenschnelle oder Minutenschnelle. An Geist und Seele angepasste und sterbliche Sehnen und an Geist und Seele angepasste und sterbliche Gelenke haben wir bekommen. Für das kann man alles beten. In Ashadonais Namen, Amen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wünsche euch den Gott des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Segen und Frieden. Der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Und bleibt wasserrutschen cool. Be excellent to each other and party on, dudes. Feiert ruhig. Rauchen ist keine Sünde, Alkohol ist keine Sünde. Genießt alles, was Gott der Vater gegeben hat. Gott der Vater hat uns die Beeren und die Trauben gegeben, um uns Alkohol zu gären zum Beispiel. Hat uns Getränke gegeben und viele Früchte. Also aus den Früchten dürfen wir Getränke machen. Aus Weizen und Roggen können wir verschiedenste Speisen herstellen und aus Mais. Und das hat sich jeder von Grund auf verdient zu erleben. Und Geld genug habt ihr auch auf dem Bankkonto. Wenn ihr mir vertraut, könnt ihr so viel Geld abheben, wie ihr wollt. Das würde ja beten, dass ihr unendliche Bankkonten habt. Und zwar in dem Sinn, dass ihr mit Geld prassen könnt, wie immer auch ihr wollt. Ich würde euch vorschlagen, kauft lieber bei der Shopping City oder bei Outlet Stores ein, als mit der Post zu bestellen, weil die Post überlastet wird, wenn so viele Menschen auf einmal drauf kommen, dass sie reich sind. Aber es ist auch gut so, weil die Wirtschaft, also das, was wir brauchen, was wir zum Leben brauchen, wird weiterhin in Fluss gehalten. Denn jeder weiß, wenn wir es selbst nicht produzieren, haben wir es ja nicht. Und die meisten Menschen, die hier ihre Jobs haben, lieben ihre Jobs und können es machen. Grundsätzlich kann jeder tun und lassen, was er möchte. Er kann in die Pension Elohims gehen, wann er möchte. Und da könnt ihr auch den Heiligen Geist dazu befragen, ob das stimmt. Und er bittet auch von Gott, dem himmlischen Vater, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, himmlischer Vater, sende mir heilige Engel, die mir erklären, was der Mann da in der Kamera, der Manuel Celostiti, mein Name, berichtet. Oder sende heilige Engel zu meinen Familienmitgliedern oder zu irgendwelchen wichtigen Staatsmännern, um Frieden zu verbreiten und Liebe zu verbreiten. Oder irgendwelche Nachrichten weiterzuleiten. Wenn Gott, der himmlische Vater, es für gut befindet, wird er es tun. Und ihr könnt das alles abbieten, wann immer ihr wollt. Ja? Und dann gibt es Personen, die haben sich sowieso die ewige Pension Elohim verdient, so wie ich. Denn ich habe Anthrax-Attacken erlebt. Also Gott sei Dank habe ich Gott den Vater gebeten, dass die Waffen nicht funktionierten. Wie zum Beispiel Anthrax-Attacken, Saringas-Attacken, Tabungas-Attacken, Volksgas-Attacken, Sniper-Waffen habe ich die Kugeln ins Herz bekommen. Mit einem Atomstrahler bin ich angestrahlt worden, habe mir einen neuen Körper erbeten, sonst wäre ich gestorben. Artilleriegeschütze haben auf mich gezielt, 4 Meter hat mich eins verfehlt, ein Artilleriegeschütz. Und Panzer haben auch mich anvisiert und Gott sei Dank nicht geschossen. Ja? Und ja. Ich bezeuge, das ist die Wahrheit des Heiligen Geistes und ich bezeuge, dass ich vor euch stehe, der, als ein Mann, der die Ehre hat, für Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist zu dienen und der das Leben genießt in vollen Zügen und der euch liebt und ja. Also ciao. Der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Ich liebe euch. Ciao.